Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mal mit einem etwas anderen Video. Und zwar möchte ich euch eine wirklich gute Art und Weise vorstellen, wie man leicht punkten kann. Und das ist beim Basketball wirklich eine der einfachsten, effektivsten Methoden überhaupt. Und zwar geht es um das Faken. Ne? Das Faken. Egal wie du fakest, einen Pass, einen Wurf, es kann, und da kommt der springende Punkt, es kann dir helfen, unglaublich einfache, sichere Punkte zu erzielen. Und ihr seht es ja hier jetzt die ganze Zeit, ich wiederhole es dann immer mal wieder, es ist eine einzige Bewegung, die ich einfach wirklich immer und immer wieder mache. Es ist eigentlich ein Standardding von mir geworden, ich ziehe auf die rechte Seite, hoffe halt, dass der Verteidiger blockgeil ist und halt damit rechnet, mich jetzt hier leicht zu catchen. Und ja, ich bleib einfach stehen, so schnell es geht, hinziehen, einfach stehen bleiben, einen schnellen Stopp machen. Ich ziehe den Ball nur nach oben, dass man halt denkt, ah, er will hier werfen, er will hier ablegen. Und dann, nee, mach ich nicht. Und ich sage es euch, so viele Spieler fallen darauf rein. Natürlich nicht jeder, und auch dieses Faken ist einfach situationsbedingt. Nicht jeder Spieler, Verteidiger, wird immer drauf reinfallen und springen, und du wirst auch nicht immer den freien Wurf bekommen. Aber ja, das zu probieren alleine, es schadet nicht. Es schadet nicht, es einfach zu probieren, weil was soll notfalls passieren? Er springt eben nicht. Und dann machst du was anderes. Ne? Aber im Großteil, die Leute sind einfach blockgeil. Vor allem, wenn du ein kleinerer Spieler bist und die Leute wissen, ha, jetzt blocken sie dich. Ja, so sieht's aus. So leicht ist es nicht. Und ihr seht es eigentlich, es ist wirklich immer der gleiche Move. Ne? Ich ziehe rüber, ich bleib stehen, ziehe den Ball nach oben, als würde ich werfen. Zack, vorbeigesprungen und du bist frei. Du bist alleine. Das ist eigentlich schon das Wichtigste. Und ja, das ist hier so mein Special Move eigentlich. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Move schon gemacht habe, wie viele Punkte ich damit schon gemacht habe, weil die Szenen sammle ich nicht wirklich, weil es ist nicht ein wirkliches Highlight, wie ich finde, aber irgendwie dann doch ein bisschen, aber hätte ich die so alle gesammelt innerhalb von 20 Jahren, wie viele Punkte das insgesamt geworden sind, es wäre eine Menge. Das wäre echt ein krass langes Video geworden, aber ja. Ich kann es euch nur ans Herz legen, probiert es aus. Und das ist halt das Ding, probiert es aus. Man kann es natürlich auch übertreiben. Ich kenne auch einige Spieler, die faken alles. Ne? Die faken wirklich alles. Die steigen aus dem Auto aus und haben gefaked und sitzen immer noch drin. Ich sag's euch, das ist natürlich auch nicht das Richtige, weil so einem Typen, auf so einen Fake wirst du nicht reinfallen. Du denkst, hey, du machst nichts anderes außer faken. Ne? Ein Fake muss einfach wirklich überzeugend sein, ne? Du musst überzeugend faken und anscheinend schaffe ich das sehr oft. Es ist halt lustig, wenn ich mir das im Nachhinein wieder anschaue, so ein bisschen analysiere. Es ist einfach. Easy points, easy buckets. Probiert es aus. Echt. Könnte eurem Spiel echt helfen. Also, in der Hinsicht sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. 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 Mike, Mike.